Hallo, ich bin Anne Hartmann vom Team Reichtum Leben. Und hier geht es heute um die tägliche Routine und um die wöchentliche Routine. Wenn ich zum Beispiel morgens aufstehe, und das tue ich meistens zwischen 8 und halb 9, ich gehe so zwischen 10 und 11 oder 11 und 12 schlafen, so 12 ist die Grenze, dann gehe ich erstmal in die Küche und trinke ein großes Glas, das sind 500 Milliliter Wasser mit Zitrone. Und zwar Zitrone als Citrusilöl, um meine innerliche Reinigung anzustoßen, um fit zu werden für den Tag, um meine Ziele klar vor Augen zu haben und natürlich um gute Laune zu bekommen. Die Zitrone reinigt mich von innen und gibt mir echt erstmal Kraft morgens in der Küche. Das mache ich als allererstes, denn auch über Nacht sammeln sich natürlich Schlacken im Körper und einfach um den ganzen Kreislauf und mein Verdauungssystem anzuregen, braucht es erstmal ein Glas Zitrone mit Wasser mit Zitrone. Dann mache ich mir einen Chai. Den bereite ich jeden Morgen frisch zu und der kocht ungefähr eine halbe Stunde. In dieser halben Stunde bereite ich entweder mein Müsli vor oder ich schalte mein Handy an und gucke, was für Nachrichten haben mich erreicht, auf was für Antworten habe ich vielleicht gewartet. Ja, was ist los und was erwartet mich so? Wer will was von mir? Wo muss ich drauf reagieren? Was für Beziehungsaufbau kann ich schon machen? Das mache ich meistens schon ganz früh, um mir einfach einen Überblick zu schaffen. Und ich bin auch ein tierischen neugieriger Mensch. Ich freue mich, von Menschen zu hören und gehe da gerne in Kontakt. Deswegen gehört das immer schon zu meinen ersten Dingen, die ich tue morgens in der Küche, wenn der Chai kocht. Anschließend, wenn der Chai fertig ist, lege ich jedoch meistens das Handy erst nochmal weg und genieße wirklich eine halbe Stunde, bevor meine Büroarbeit losgeht, meine täglichen Dinge, die ich in meiner Homeoffice zu erledigen habe. Ich nehme mir wirklich eine halbe Stunde und genieße diese Tasse Chai. Und dann habe ich das Gefühl, ich kann gut in den Tag starten. Und diese halbe Stunde ist mir persönlich sehr wichtig, denn sie trägt mich auch durch den ganzen Tag. Für mich ist es ein Grusel, wenn ich verschlafe und aus dem Haus stürmen muss und diese halbe Stunde Chai trinken nicht gehabt habe. Das merke ich den ganzen Tag. Deswegen ist mir diese Routine, dieses morgendliche Ritual sehr wichtig, denn ich merke, das stärkt mich über den ganzen Tag. Dann bewege ich mich übers Bad so langsam an meinen Schreibtisch und da stelle ich mir folgende Fragen. Was sind heute meine Prioritäten und was brauche ich dafür, um sie zu erreichen? Also, wen muss ich dafür treffen? Mit wem will ich dafür Kontakt aufnehmen? Für welche Unterstützung brauche ich von welchen Menschen, um diese Priorität umzusetzen, zu erreichen oder auch etwas abzuschließen? Überlege ich mir, wann will ich heute Sport machen? Wann gehe ich heute raus? Meistens gehe ich auch zwischen Chai und Schreibtisch erstmal raus in den Park und mache Qigong oder mache einen leichten Spaziergang, um mich schon mal draußen bewegt zu haben. Denn auch das, merke ich, stärkt mich über den ganzen Tag. Das habe ich eben vergessen zu erwähnen. Also wenn das Wetter gut ist, gehe ich gerne erstmal eine halbe Stunde raus und bewege mich. Dann weiter zu meinen Prioritäten. Also wen brauche ich dafür? Was brauche ich dafür? Warte ich dafür noch auf Antworten, um Entscheidungen treffen zu können, um Dinge abschließen zu können? Wen treffe ich beruflich, aber wen treffe ich auch privat? Welchen Menschen sehe ich heute? Welchen Menschen mache ich heute eine Freude? Wie viel Zeit verbringe ich in meiner Beziehung heute und mit was? Kochen wir zusammen? Gehen wir weg? Haben wir ein Konzert, einen Kinobesuch oder ja, machen wir uns einen gemütlichen Abend. Auch sowas fällt in meine Tagesstruktur und in meine tägliche Routine, wenn ich mir meinen Tag morgens nochmal im Überblick angucke. Ganz wichtig, dann fange ich an zu arbeiten und das tue ich in Blockzeiten. Denn das Gehirn kann so effektiver arbeiten. Das heißt, ich nehme mir 1 bis 2 Stunden Zeit für meine Online-Sachen, die ich ausarbeite. Sind es Texte oder Online-Trainings oder Videos, die ich mache? Das sind so ein bis anderthalb Stunden. Dann nehme ich mir 1 bis 1,5 Stunden Facebook- oder Instagram-Arbeit oder LinkedIn für soziale Netzwerke, um Kontakte zu knüpfen, Kontakte zu pflegen
um einen Post zu machen. Das sind nochmal 1,5 Stunden und dann nochmal 1,5 Stunden, um neue Menschen zu treffen oder draußen Menschen zu treffen, Menschen anzusprechen, Freunde zu treffen. Also wie bin ich sozial unterwegs? Und ich habe gemerkt, dass ich so wirklich viel effektiver bin. Ich nehme mir auch 20 Minuten, um E-Mails zu beantworten und dann mache ich den E-Mail-Account zu. Denn so kann ich effektiv E-Mails beantworten und ich weiß, ich mache das jeden Tag. Das heißt, es bleiben auch keine liegen. Aber diese Blocks zum Arbeiten sind unheimlich wichtig für das Gehirn. Gegen Abend mache ich meistens fange ich an zu kochen. Das hilft mir, den Tag abzuschließen, auch nochmal runterzukommen, wieder mehr in die Ruhe zu gehen. Allerdings gehe ich vorher gerne, nicht jeden Tag, aber jeden zweiten oder dritten zum Sport. Da treffe ich auch nochmal Menschen, bewege mich, Workout mache ich und dann richtig erschöpft und hungrig fange ich dann an zu kochen. Das mache ich aber sehr gerne. Es gehört schon zur Freizeit dazu. Und dann kommt es darauf an, wie hochgefahren ich bin und was ich noch brauche, um runterzukommen. Vielleicht benutze ich ein Öl in einem Diffusor, wo ich weiß, das tut mir jetzt gut. Damit werde ich ruhiger, damit kann ich Dinge abschließen, Gedanken loslassen. Vielleicht mache ich auch eine Kerze an oder gehe nochmal einen Spaziergang machen. Das ist ganz unterschiedlich, aber Dinge, die mich eher zur Ruhe kommen lassen. Ganz wichtig ist, ich nehme mir Zeit, den vergangenen Tag zu reflektieren. Und zwar, was habe ich gelernt? Meistens nehme ich mir auch noch 30 Minuten am Tag Zeit, um mich fortzubilden. Ich lese etwas oder ich rede mit jemandem, sodass ich das Gefühl habe, ich habe heute was Neues gelernt. Und das reflektiere ich dann. Was habe ich Neues gelernt? Was hätte ich heute besser machen können? Womit bin ich nicht so wirklich zufrieden? Und ganz wichtig, womit bin ich zufrieden? Was habe ich fertiggestellt? Was habe ich auf die Beine gebracht? Was habe ich vielleicht gut in die Wege geleitet und kann es morgen fortsetzen? Welche Kontakte haben mich erfüllt? Das sind wichtige und positive Dinge, mit denen ich dann gut in die Nacht gehe. Denn was ich weiß ist, wenn du den Abend positiv beschließt, dann fängt dein nächster Tag auch positiv an. Das ist wirklich was ich dir aus Erfahrung mitgeben kann. Beende deinen Tag positiv und dein Morgen fängt positiv an. Denn das nimmst du mit in den Schlaf und dein Unterbewusstsein arbeitet daran weiter und am Morgen lässt es sich leichter starten. Also abends wieder ein Runterkommen, ein Runterfahren, Ruhe in die Ruhe kommen und den Tag abschließen. Mein wöchentlicher Überblick oder meine wöchentlichen Routinen sehen meistens so aus, dass ich mir entweder Sonntagabend oder Montagmorgen meinen Überblick für die Woche angucke, meinen Kalender und gucke, was steht da drin, wen treffe ich, wie oft bin ich weg, bin ich viel im Büro, bin ich mehr unterwegs, wie dienen diese Termine, die da drin stehen, meinen Projekten, helfen die mir, meine Projekte umzusetzen, helfen diese Termine mir, meine Prioritäten beizuhalten und dann sehe ich schon, wie es gewichtet ist und das ist für mich immer ganz wichtig. Wie viel hat es wirklich mit dem zu tun, dass ich Dinge gut umsetzen kann und helfen mir diese Termine dabei? Und dann habe ich einen groben Überblick über die Woche. Manchmal verschiebe ich auch noch mal etwas und den speichere ich mir auch in meinem Gehirn ab und ich weiß ungefähr, wie die Woche verläuft. Und so starte ich in die Woche und so starte ich in den Tag und auch in den Abend. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen weitergeholfen. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, deine Anne.